Die weiteren Folgen der Serie Unter Kreuz und Knute sehen Sie an den kommenden Sonntagen um 19.30 Uhr sowie am Montag, den 1. Februar um 22.15 Uhr. Können Sie sich auch so schwer von Ihren netten kleinen Gewinnen trennen? Das kleine Stofftier habe ich zum Beispiel bei einer Tombola gewonnen. Und der Kollege hier, das war der Trostbär beim Preisskat. Ach ja, und der ist von der Losbude. Die Viecher brauchen einen Platz, das ist wirklich unglaublich. Aber ich habe Glück gehabt. Ich habe beim großen Preis 1 Million Mark gewonnen. Und jetzt kann ich mir ein Haus kaufen. Für meine Teddys und für mich. Augenblick, pack dein Glück. Der große Preis. Spielen, helfen und gewinnen. Insgesamt 5-mal heißt es in diesem Jahr, Musik liegt in der Luft mit Dieter Thomas Heck, liebe Zuschauer. Ein Anruf genügt und Sie können noch während der Sendung Ihren Lieblings-Evergreen-Interpreten anwählen. Die Auswahl ist groß und reicht von Elfi Graf, Gerhard Wendland bis Jürgen Markus. Außerdem Gäste von Dieter Thomas Heck, Angelika Milster, Nena, Anna Gonzalez, Heinz Hellberg, Peter Petrell, die Rattles, Chris Andrew und David Hasselhoff. Ich wünsche Ihnen 105 Minuten bester musikalischer Unterhaltung und gebe jetzt ab zu Dieter Thomas Heck nach Oldenburg. Sehen Sie, wie sich die Katastrophe an der Wolga ihrem Höhepunkt näherte, wie Stalingrad zum Massengrab der deutschen Wehrmacht wurde. Entscheidung Stalingrad, unter diesem Titel ist im Buchhandel ein ZDF-Begleitbuch erschienen. In ihm rekonstruiert der Autor Guido Knopp den Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges mit neuen Fotos und bislang unbekannten Dokumenten.